Ja, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Formel 1 2016, ja, was wir in 2017 spielen, diesmal in Brasilien. Dabei sind wieder der Römer, der Tomski, der Black, der Dodo und ich. Der Marc ist heute leider raus, das heißt, die Championship wird im letzten Rennen in Abu Dhabi nochmal richtig knapp. So, und jetzt hole ich erstmal Luft. Regen! Mega Bock. Regen, Leute. Oh, alles klar, Trocken-Setup, Jungs. Ja, das heißt Trocken-Setup im Regen. Ey, das ist genau das gleiche wie in Mexiko jetzt schon wieder. Was soll das? Ja, du willst, dass ich Regen greifen fahre, glaubst du selber nicht. Ja, aber Quali-Regen ist besser als Regenrennen. Ja, absolut. Also, Brasilien. Bra? Na. Thomas, deine Taste? Brasilien? Bra. Oh, ich weiß nicht, wo die Taste ist. Ich bin auch gern von der Bra. Brasilien. Ja. Jetzt wusste ich es doch, wo es ist. So, erstmal checkern, wie die Bots hier so fahren. Aber wir haben 31 Grad Außentemperatur und 25 Grad Asphalttemperatur. Warmer Regen. Ja, das ist richtig warmer Regen. Ist überall Nebel, ich sehe gar nichts. Das ist, wenn ich von der Brücke pisse, ist das ähnlich. Und nicht so weiß vielleicht. Das ist nicht so transparent. Genau. Und ich kann das auch nicht so weit fächern. Ja, geil. Alles klar. Schon kaputt? Oh, da stehen Platz, sie Strafe, da Kollision stehen sie. Und Rosberg ist sie. Tot. Da stehen sie, Leute. Is the race in dry, or? Ja. Yes. Okay, laut Ansage. Ach so, ja, und Thomas Aufnahme will nicht funktionieren. Hab ich auch noch vergessen. Oh Gott, ich muss raus, oh Gott, oh Gott. Deswegen heute nur mit Röber und mir, wa? Röber, ja, Röber. Dürfte richtig sein. Was? Und ich hab vor, mich in der ersten Kurve instant abzupacken, damit Dennis nur seine Sicht schneiden, also nicht mehr schneiden muss. Das wäre doch mal nett von dir. Das wäre echt nett von mir, aber kennst du mich so? Nee. Ja, genau. Berg, was machst du jetzt? Fährst du in den Box oder machst du schnell um? Ich muss jetzt in den Box fahren, weil ich habe keinen Frontflügel mehr, weil ich Rosberg getötet habe. Tendenziell eher schlecht. Getötet gleich. Oh nein, ich hab die schnelle KI hinter mir. Shit. Ich kann mir nicht mehr durch, deswegen lieber auf vorbeifahren. Ja, ich bin auch voll weggerutscht. Habt ihr auch so einen dämlichen Nebel? Ich seh gar nichts, wie sonst immer beim Regenwetter. Was? Ja, ich hab richtig dicken Nebel mit dem Gicht, vielleicht ist das bei dir vom PC und nicht. Hm. Ja, wenn dann von mir, ich weiß nicht. Ich hab im gar Haus keine rauchen. Zigarette an, leider. Ich vape gerade so, hüllst du die Nippel auf? Ja. Ich hab die Pfeife noch an, Jungs. Oh Gott, was mach ich? Oh Gott, ich hab Pickup auf den Räder. Also auf den Räder nicht, auf dem Reifen hab ich die. Dann weg. Da ist eine schnelle Runde incoming, Jungs. Gleich kommt die schnellste Rennrunde. Bis jetzt. Oh, hier ist gelbe Flagge. Immerhin kann ich nicht letzter werden. Boah, Button, der war aber auch wirklich schnell, ey. 1,29, holy shit. Ja, ich bin aus der Box rausgefahren, so wie Magnus nur und Rosberg auch. Und als dann die Boxen jetzt zu Ende war, wo ich dann selber schlagen konnte, bin ich Rosberg hineingefahren. Der hat sich dann gedreht, hat seine Vorderreife verloren, ist tot, direkt disqualifiziert und ich habe 5 Plätze Strafe gekriegt. Du musst mal in die Box, weil meine Nase kaputt ist. Ja, dafür habe ich jetzt. Klingt nach einer Menge Fantasie. Immerhin habe ich den vorletzten Platz gesaved. Den vorletzten Platz, Junge. Ja, der vorletzte, ein zweiter von hinten. Ja, man muss sich das nur schön trinken, ne? Dankeschön. Mit Regenwasser, Junge. Der Tomski, Alter, shish. Alter, 27 in Regen. Du fährst 30 bei Trocken, ne? Ne, ich fahr 14 bei Trocken. Aber ist schon trotzdem krass. Bei der ersten Runde direkt eine 27er. Ja, die Zeit schaffe ich auf jeden Fall nicht, Thomas. Also jetzt auf jeden Fall in dieser Runde noch nicht. Ja, ganz nice. Oh. Bin am Rutschen wie so ein Stück Scheiße in der Schüssel.
Okay. Ja, wenn du das immer für Schüsse hast. Ihr habt eine sehr rutschige Schüssel. Was? Abgekürzt? Wie jetzt? Welche Einstellung nimmt ihr immer bei Regen? Letztes Rennen habe ich irgendwas gehört von wegen im Regen, habt ihr irgendwas runtergestellt? Differential haben wir hochgedreht. Hochgedreht? Ja. Ich glaube auf 80%. Wie hoch habt ihr das gemacht? Auf 95. Thomas, ey, der knüppelt hier einer nach anderen. Obwohl er mich überholt hat, ne? Ich habe nicht mal das Differential umgestellt. Was ist denn überhaupt meine Runde? Ich habe gar nicht gecheckt. 1,28,1. Ja, muss ich irgendwie eine Sekunde rausholen. Also, Dodo! Nice. Bra, 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 bra. Jetzt muss ich mehr als eine Sekunde rausholen. Damn. I should have gotten a lot better actually. I messed up my final turn. Dodo hat geübt, wie er es angekündigt hat. Nein, war auch beim letzten Mal schon nicht schlecht. Ich glaube, Dennis möchte sich einschleimen. Ich glaube auch. Das stimmt doch gar nicht. Das ist ganz objektiv. Naja, du willst bloß uns beide nicht an der Spitze sehen, weil du neidisch bist. Auf jeden Fall, ne? Best Racer. Hamilton! ganz toll. Alter, du bist so eine schwule Sau, ey. Ich fick dich. Ah! Okay, nein, nicht drehen, ist, nicht drehen. Das ist nur der Flügel, alles ist in Ordnung. Jetzt ist Battle is on, Battle is on. Ich glaube, ich brauche gar nichts mehr aktivieren. Das Geile ist, immer wenn ich auf Start- und Ziellinie bin und einer von euch mal eine schnelle Runde sehe, kommt erstmal gelbe Flagge. Ja, die ist ja wie dauerhaft wieder. Ich würde gerne Hamilton abräumen, aber das ist es mir nicht wert. Ah, Rosberg habe ich ja schon. Ja, könntest du Hamilton gleich auch mal nehmen, der hat meine Runde versaut. Ich brauche erstmal eine eigene. Also letztendlich war es ja meine Schuld, aber wieso muss er rausfallen, wenn ich gerade ankomme? So, it's okay to switch tires now without getting penalty, right? Ja. Yes. Junge, Tokyo Drift, wuh, 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 wuh. I wonder if you know. Da stand ich richtig quer gerade. Okay, die Runde ist hinten. Im Anus. Aber Dodo sollte die Reifen wechseln, ne? Und nicht mit den guten Reifen nochmal eine Runde fahren. Ich muss auch sagen, ich finde diese Strecke super ätzend. Ich finde die mega geil. Ich gar nicht. Alter, du bist immer schneller, was machst du denn? Nein, nicht drehen, nicht drehen! Alter! Ja, das war's. Alles klar, easy. Er ist am Black abgelegt. Mann! Er guckt so nur auf die Zeit. Wo fahr ich hin? Na, aber der scheiß Linkskurve, Start und Ziel, bin ich in die Box reingedüse und voll in die Mauer. War auf jeden Fall eine 28er Zeit. Also nicht so gut wie ihr. Aber naja, ne? Vorletzter. Das ist das, was zählt, Junge. Aber du hast aber noch 5 Platz Gridstrafe. Also letzter. Auch noch. Auch noch. Aha. Mal gucken, was die Rennleitung dazu sagt. Oh, 8. Platz. Mit der Zeit. Okay. Jetzt 9. Hatte also eine Shit, Zeit. Ich hab mein Wasser für den Boxenstopp leer gesoffen. Das ist natürlich jetzt doof. Ja, du musst jetzt mal leider reinfahren, ne? In eine Box und den nochmal durch. Ich komm, fahr grad wieder raus. Ja, ja, fahr mal lieber rechts ran, du. Oh, jetzt bin ich 10. Ich weiß nicht, ob ich die Disqualifikation in Kauf nehmen möchte für Wasser. Wir sind ja nicht in Kenia, wo sie alles für Wasser tun.
Alles klar! Wir haben freundlich auch wieder vorbei. Ja, das vom letzten Mal konnte ich ja noch gar nicht testen, weil ich das noch nicht geschnitten habe. Da kannst du richtig schön Counter einfügen, wie lange das dauert. Das ja, schwarzer Humor ist halt wie Essen, hat nicht jeder, ne? Nein. Ich gehe eigentlich davon aus, dass mich der Röver noch holt, aber. Weiß er nicht. Der Röver fährt jetzt gerade über seine Outlap, ja. Also der Röver holt Wasser. Mehr holt er gar nicht. Ja. Jo, der weiße teleportiert. Kann er einfach das trinken, was sich bei ihm im Cockpit sammelt. So wie gestern dieses Kostüm, worüber wir gelabert haben, so mit so einer Maske und dann füllt die sich so mit Flüssigkeit vor den Augen, ey. Und dann. Irgendwann steht's bei ihm so im Helm. Ja, mega cool. Welches Kostüm denn? Wir haben schon für Osten Samstag haben wir uns schon was überlegt. Dass man quasi so eine als Feuerwehrmann so eine Maske hat, so eine Gasmaske. Und dann halt so eine Direkteinspritzung von, keine Ahnung, Bier oder so. Dann hast du ja diese zwei Augen da, also diese Glasscheiben. Und da siehst du halt immer, wie groß der Stand ist. Also das heißt, du spritzt da ganz viel ein, der Stand steigt und dann musst du es hinterher austrinken, damit er wieder runtergeht. Mega geil. Das wird wahrscheinlich schnell eskalieren. Weil der Pegel natürlich ganz hoch sein muss. Ja, natürlich. Ja, wenn du nicht säufst, dann stirbst du. Easy game. Easy life. Thomas hat da gesagt, er würde gerne als Albert, als Einstein gehen und dann halt so mit passenden Haaren und Reagenzgläsern, wo dann halt so Shots drin sind. Und dann hier, nimm das, Minion. Ist gut. Gutes Zeug hier. Na, eigentlich müsste Berti als Zapfhahn gehen, weißt du, so auf Gürtelhöhe müsste so ein Zapfhahn angebracht sein und dann kannst du direkt draus trinken. Ja, das ist ein richtiger Supporter, ne? Medic. Ja, genau, so der läuft als Medic und im Care Package sind dann ganz viele Spritzen mit Alk. Die Adrenalinspritze wird dann mit einer Schatzspritze umgehen. Bist dann direkt in die Vene, direkt mein Junge. Ins Herz. Oh, Dritter ist er geworden. Zwei Sekunden noch. Dann bist du Erster. Du war ganz schön sanft mit deinem Gaspedal umgegangen. Wem redest du? Du. Ja, musst du ja, sonst rutscht der weg. Ja, der traut sich nicht Vollgas zu geben. Letzten 2 mm lässt er lieber aus. Muss ich auch nicht mehr. 2 Sekunden schneller wohl. Oder Sekunde oder ich weiß gar nicht mehr wie viel. Oh, da konnte er die Geschwindigkeit nicht halten, weil Raikönnen ihn Angst macht. So, jetzt voll durchziehen. Komm, du schaffst es, fahr schneller. Ja, weißt, genau so ist mir auch passiert. Aber er ist hier vorne. Du weißt nicht, wem du jetzt zuguckst. Immer noch mir? Immer noch du. Ach du. Weißt du, brauchst du noch 1,6 Sekunden, dann ist er Erster. Ja, muss ihn mal richtig motivieren. Na, wenn er nicht motiviert wird, der mir die ganze Zeit voll Quatsch. Wenn er einfach die Fresse halten würde, würde er mich viel mehr mit motivieren. Motiviert bist du für mich. Er meint das auch gar nicht böse. Nee, überhaupt nicht. Das gucke ich mal unserem Weltmeister zu. Thomas? Röver. Wenn er immer schon mit Namen anspricht, ne? Was Dritter, 1,2 Sekunden. Oh, ohne Zwischengas, er lässt einfach nur rollen. Das sind die richtigen geheimen Tricks.
Ich hoffe, ihr habt nicht so viel Sprit mitgenommen. Habe ich noch gar nicht ausgesucht. Ja, kann man ruhig runterstellen. Ja, kannst du auch gleich vorm Rennen direkt noch. Oh Gott, ich verliere Zeit. Oh, ist da Windschatten von Palma. Und? Oh, ganz knapp. 0,87. Palma, verzieh dich. Ja, parken in der gefährlichen Zone. Du bist qualifiziert. Oh. Aber ist aufgefallen, im Regen bleibt die Wiese nicht an den Reifen kleben. Ja, das stimmt. Zumindest optisch nicht. Ob das gameplay-technisch so bleibt, weiß man nicht. Wobei doch eigentlich schon. Ja, gameplay-technisch ist es ja am Regnen. Du bist ja so oder so am Rutschen. Das stimmt. Oh, jetzt bist du wieder Dritter. 1,1 Sekunden. Wer ist denn der Zweiter geworden? Thomas ist jetzt Zweiter. Ah ne, Stu, lol, Stu hat mir auch noch geholt, nice. Du steht hier als Dritter mit. Okay, ja, sag, ich bin jetzt auf den Vierten gerutscht. Ja, in dem Moment, wo ich das gesagt habe, bist du gerade vorgerutscht. Hä? Ich hab gar keine Zeit gefahren. Nein, du nicht. Dodo und Stu aber. So. Dodo ist auf 1 und Stu ist auf 3. Ach, 3, ja. Jetzt hat 2 verstanden. Wie viel ist denn die Gap zu Thomas? Wie viel? 25 und was hat das sogar? 9 oder so. Na, also. Fast eine halbe Sekunde. Oh Gott, ich glaube, mein Sprit reicht jetzt nicht. Fast mehr als eine halbe Sekunde. Ja, wenn du in so einen Sektor reinfährst, kann ich dir sagen, wie viel du brauchst. Eben brauchtest du noch 7,5, also 0,754. Wenn du weiterfährst, kann ich dir sagen, wie weit. Oh, Verstappen, du Hurensohn, Alter. Oh, Ausgeburt der Hölle. Ohne Ende. Ah. Verrierte Flagge. Oh, hier sehen wir jetzt mal Thomas Sicht. Doch mal eingespielt. Oh, ich fahr nicht schnell. Bin leider langweilig. Egal, hat man wenigstens mal einmal Thomas drin gehabt. Hallo. Hallo, Leute. Oh, die cool. Kuscheln. Ja, da, der Verstappen will nicht überholen. Das mit meinem Sprit ist so eine Sache. Oh, Scheiße. Das ist aber übelst knapp zu Dodo. Hier haben wir Dodo auch mal im Bild. 0,009. Mach das? Ah, Dodo ist richtig gut gewesen hier im Regen. I couldn't improve. Second for me, I think. Days like this. Was ist das? Ein Hundertstel, ne? Ein Hundertstel. Ein Hundertstel. Wieso hast du die Russland-Folge drin? Das sehe ich ja jetzt erst. Wer? Dodo ist bei mir Russe und Daniel ist Pole. Daniel, warum bist du Pole? Das stimmt so nicht.
Was ist Black? Der ist Franzose, der Black. Der hat aufgegeben. Was hast du für komische Flaggen? Weiß ich nicht. Aber das sieht jetzt leider keiner. Ich kann natürlich auch Scheiß erzählen. Also bei mir ist die Weltkarte. Ja, Thomas lügt. Aber Dodo ist Russe, das stimmt. Aber alle anderen haben die Deutsche. Russe? Ja, kompliziert. Du krass, das war's mit der Werbefreundlichkeit. Oh, Rennstrategie. Ja, die haben wir doch vorher schon. Ja, aber jetzt ist er endgültig mit so kompliziert begraben, ey. Echt? Checkt ihr das auch? Dieser ja, bestimmt. So, ich bin ready und ihr? Ich kann hier gar nichts ändern, was soll das? Was soll das? Ich lasse es auch, wie es ist, Jungs. Oh. Ach, ich hab nur ein. Ups. Nee. Da hat einer ich weiß. Diesmal war X. Sorry. Das Cola von Red Bull. Du bist ein Doppeldo. Das ja, muss ich sagen. Einmal muss ich das ja auch mal machen. Jetzt kann ich mich auch natürlich weit aus dem Fenster lehnen. Muss ja, mal checken. Ich sagen. Ja, in der letzten Zeit habe ich es zumindest nie gemacht. Ja, Einführungsrunde. Das Cola von Red Bull. Side by side, Junge. Nö, nö. So, jetzt mach ich Scheibenwischwasser. Ja, ich sehe nichts mehr! Ja, Mama! Boah, Alter, mit der Linie in der Einführungsrunde ist ja immer ein bisschen problematisch hier, ey. Oh ja. Aber wenigstens mal jetzt ein bisschen schneller fahren, damit man das viel für die Bahn hier kriegt. Hallo, Stu. Moin. Disco Stu ist weiter vorne als du. Nee. Doch, ich bin immer noch vorne. An deinem Popo. Black, bist du das da in meinem Hintern? Ich nee, das ist du. Ja, boy! Alter, was machst du? Du hast mit voller Möhre in mich reingefahren, du Bobo! Alter, du wolltest dich überholen, als ich überholen wollte! Hallo! Gut hier! Are my tires gonna be dirty now? Alter! Nein! Nee. Because they're full of grass. Meine auch! Oh my god. Alter, ich wollte dich beide überholen, dann ziehst du vorbei. Zwei Tore Rosses im Nacken, ey, das ist ein seltener Anblick. Ich würde ja sagen, lass sie uns festhalten, aber das kann nur Dani machen. Hier seht ihr jetzt mein Bild. Und ihr seht ganz klar, dass du auf jeden Fall gegen die Regeln verstößt, denn er hat All-Wheel Drive und das sogar im Rückwärtsgang. Oh oh. Ja, aber bei mir Dodo auch. Aber ja, das kann ja jeder überhaupt. Nee. Ist so, ich kann das sogar einblenden, Momo. Da einblenden. Und jetzt wieder hier. Film it or never happen. Pick or didn't happen. Ja, aber wie willst du das drehen, picken? Ja, pick für pick. Ja, als GIF meinst du? Ja. Mit Ton, dann hast du Video. So, ich fahr schon mal los. Boah, ich bin aber extrem krass weggekommen. Holy fuck. Hatte gerade ein bisschen Schiss in der ersten Kurve. Boah, ich bin aber extrem krass weggekommen. Holy fuck. Hatte gerade ein bisschen Schiss in der ersten Kurve. Oh, da hat's geleckt. Die ist gelb. Ah, ja, wegen mir. Ich wurde teleportiert, weil es geleckt hat. Ich muss sagen, trocken gefällt mir die Strecke deutlich besser.
Ups, das war der Hamilton. Oh! Ah ja, das war ich. Ist ja schön, ne? Also ich mach Rosberg weg, und du machst Hamilton weg. Ja, Hamilton ist auch eh keiner. Ich glaube, hier ist Markenhass vorhanden. Kann gar nicht, ich habe heute das Valtteri Bottas Petronas-Shirt an, Junge. Du meinst das Gedächtnis-Shirt? Oder das Nico Rosberg Gedächtnis-Shirt, komm raus allen. Wir blenden hier ein Foto von Thomas in seinem Petronas-Shirt ein. So ein Bild von Valtteri. Hallo! Und den lässt dann so ein Geil mit Brille drehen. Ja. Mit Paint so reingemalt, die Brille. Ne? Alter, hast du Glück. Und Vorschläge hier müssen alle angenommen werden, ne? Der Shit, Junge. Gleich wird es interessant, wenn DRS dazu kommt. Ja. DRS, Junge! Und ab dafür! Ah, ich bin auf jeden Fall aus dem Fenster raus, ey. Sicher? Immerhin habe ich die beiden Bots schon wieder gekauft. Habt ihr beiden ja jetzt schon. Ja, jo. Da haben wir öde. Aber ich verliere gerade ein bisschen, weil ich in der ersten Kurve ein bisschen kacke war. Oh, da ist ja das Du schon. Wie hast du dich denn da durchgecheatet? Ja, ich hab's überholt, ne? Wir sind ja nicht so gut. Boah, diese Führungsgruppe hier ist aber echt nah beieinander, ey, holy fuck. Aber ja, Dodo macht ja aber die ganze Zeit den Pfeil im Nacken, ey, richtig unangenehm. Oh Gott, ich bin auf Gas gekommen. Das ist schlecht. Habe ich den Bremspunkt verpasst. Du, machst da nix? Machst du nix, ey. Jetzt sehe ich ihn wieder. Ja, moin. Mit DRS ist doch echt anders. Ich konnte den Druck nicht standhalten. Ich auch nicht. Dann müsst ihr auf Klo gehen. Nee, ich will das Rennen ja fahren. Na, wir pusten uns gerade in die Hose. Ich bin schon fertig. Nice. Jetzt sind wir hin auch dann so schön warm. Für eine Weile. Absolut. Ich glaube, so in der Stunde ist es dann nicht mehr so krass warm. Holy shit, ey. Dodo macht Druck, oder was? Ja, ja, wir waren gerade wieder wheel to wheel, Alter, durch die Kurven. Schade, dass es da keine Aufnahme gibt. Oh, fuck. Oh, oh. I just messed up myself. I wasn't close hitting you, I think. Okay.
Alles ich hab gut. die ganze Zeit den Stufall im Sack, das ist auch nicht angenehm. Im Sack Moin. Sogar. Ja. Hast du DRS, du? Nee. Fahrer vor mir? Mir hat er gerade gesagt, 4.4. Ist richtig, 4.4. Ja, unser Abstand pendelt sich ein. Und gleich wirst du DRS bekommen. Wer ist ein Vierter? Ich bin das. Alter, haben wir ja richtig. Boah, alle beieinander. Boah! Oh, wir knacken so eine Scheiße. Boah, Dodo, der kommt an. Der holt dich gleich, Thomas. Ja, hat er vorhin auch schon versucht. Ich gönn's ihm auch. Ich weiß nicht, ob das so sonderlich gut für meine Reifen ist. Ich glaube, wir haben ungefähr alle denselben Scheiß. Kann ich gerade noch nicht sagen. Das ist cool im Fahren. ...32 auf dem schlimmsten. Boah... ...ungefähr haben wir dasselbe. Dann habt ihr mehr als ich. Und mehr als ich. Das wundert mich jetzt. Aber nicht bedeutend viel mehr. Ah ja, 25 habe ich auf dem schlimmsten. Ja, ging mir ähnlich. Ne, es muss dranbleiben. Naja, da war ein Fahrfehler gerade bei. Da musst du nicht machen, das ist tödlich. Rüber holt aber auch wieder auch auf euch, wa? Ich geb mir Mühe. Ich kann Dodo zumindest wieder lesen.
Höchste Konzentration gerade allen hier. Wirklich? Ja, man, also ich habe einen richtigen High-Puls, Alter. Weil ich auch einfach, wenn ich so dicht an Dodo manchmal dran bin, die Ideallinie nicht sehe. Und dann habe ich immer Angst, die Bremspunkte zu verpassen. Ja, das ist immer, das ist tricky. Da bremse ich auch immer früher. Sorry. Ja, genau. You like my dirty air? Dirty ass, Junge. Demonetized. Oh no. Yummy, yummy, Dodo. Not this lab, was man. Passiert? Nee. Ist nichts passiert. Aber I'm hungry, man, I'm hungry. Noch nichts. Give me the booty, I want the booty. Round booty. Rawr. So bad under pressure. Fuck. Oh, ja. Wenn du Druck hast, da machst du so viele Fehler, ist ja shit. Da wollen wir ja eigentlich alle hin, wa? Dass wir Fehler machen? Nee, dass wir immer die ganze Zeit unter Druck stehen. Das wäre geil, aber dafür müsstest du dich ein bisschen mehr anstrengen. Ja, nächste Season wird's ja besser. Gib mir einfach einen besseren Wagen, dann bin ich auch weiter vorne. Du wolltest letztes Mal Toro Rosso haben, hast du selber gesagt. Ja und? Jetzt möchte ich gerne einen Brett Bull haben. Brett Bull, Junge. Das Upgrade, Junge. Oh Gott, ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Kann gerade nicht. Ich höre dich auch gerade gar nicht. Hallo Dennis, hörst du mich nicht? Nee, ich höre Mutti nicht. Oder Schüssel! Was denn? Mama, ich weiß, wann ich die Vorlesungen habe. Und wenn du den Wecker nicht stellst, Dennis, boah. Erschwerte Bedingungen hier bei mir. Ja, du willst einen besseren Wagen, da kannst du nicht alles haben. Entweder oder, Dennis. Hab ich immer meine Mutti dann dabei, die mir dann immer meinem Headset rumzerrt oder was? Ja, in der Hochschule oder in der Uni. Ach so. Dennis, mach das ordentlich hier. Dennis, in einer Viertelstunde musst du bei dem Kurs sein. Okay, Mama. Wenn du das sagst. Ich hab mit deiner Dozentin gesprochen, die sagt, die guckt dich bloß immer blöd an. Warum? Die sagt, du schläfst hier immer, was soll das? Du sollst aufpassen. Meine Mama sagt, es gibt keine dummen Fragen, steht ja so direkt neben, das hab ich nie gesagt. Lüge. Gott, jetzt hab ich wieder den Pfeil im Nacken, geil. Da habe ich zwei Pfeile im Nacken. Aber kein Silberpfeil. Der ist vor mir. Das ist Hamilton oder was? Jo. Jetzt schießen wir jetzt erstmal ab. Da bin ich dran schuld, dass er so weit hinten ist. Wird gemacht, Chef. Yo, Hamilton, what the f... Oh, Hamilton! Guido beschwert sich über Hamilton. Oh, Dennis fährt auch an. Moin. He didn't go away. Ja, Dennis. Ja. Was wir machen da? Genau das gleiche, Thomas. Damage Front Wing. Bei dir sind die gerade wieder reingegangen, die Bobos. Ja, aber als ich ankam, waren deine rausgegangen. Ja. Ah. Hamilton hat mich gedreht. Also damage on wing. Left side is red. Ja, Änderung bestätigt.
Bis ich an dem vorbeigekommen bin. Ja, das kann tatsächlich schon rennentscheidend gewesen sein. Weil bei dem hohen Tempo, aber ich das stand da jetzt gerade 5 Sekunden. Dass euch gleich beide abgeräumt hat, ey. Ja, Dodo nicht ganz, also Dodo ist glaube ich draufgefahren und mich hat er halt weggedreht. Ja, oh, yeah, oh. I got through, but I got damage on the wing. But at least I didn't crash. Mein, er macht sich keinen guten Ruf wie der Hamilton nur. Ne, ist auch ein schwatter Scheißhaufen, ist das. Immerhin kann man mit 800 in die Box fahren. Ach, ich war gerade zum Gewasser gegriffen, aber da war nichts mehr. Scheißdreck. Fuck, was machst du jetzt? Wisch dir deinen Schweiß ab und trink den. Oder zieh dir so dein Unterhemd aus und bringst das so. Was für ein Unterhemd? Ja, okay. Dann bleib beim Schweiß. Boah, mit Flügeltausch stehst du hier einfach so ewig. Das ist ja der Wahnsinn, ey. 11 Sekunden alleine für den Tausch des Flügels und der Reifen, Alter. What the fuck? Jetzt bin ich hinter Black, das muss man sich mal geben, ey. Und der lässt sich nicht vorbei. Hinter Vettel. Thomas hat die Schale schon wieder vor Augen, ey. Ich kann das nicht ab. Nice. Gerade noch so gelabert von wegen, ich würde es ihm gönnen. Ja, ich muss da jetzt mal ein bisschen hier anstacheln. Ja, ja. Damit er Fehler macht. Dodo ist ja auch noch da, also alles cool. Wird aber auch, ist auch fast bei mir jetzt wieder. Vettel, du nicht auch noch! Vettel, komm, ich hab's eilig. Ich muss ganz garantiert vor dir am Ziel sein. Jetzt hat er die Innenkurve, der Sack. Willst du den, der ist nicht abstauben und so lange hinter dann bleiben? Ja, doch, mach jetzt. DRS, Junge, danke Gutierrez. Woo. Der Röver pusht. Ich hab neue Reifen. Was hat er denn für Reifen? Ja, weißt du ja. Aber ich hatte auch Windschatten und DRS. Das ist nice. Oh, du hast gerade Wehrlein ein bisschen vor der Strecke gedrängt. Dude, they are annoying. Oh, was Teammate, Junge. Execute Order 66. Yeah. Oh, komm, jetzt lass mich vorbei, der macht keinen Stress. LOL, Panzer. Alles klar, dass ich noch drin bin. Komm, Wehrlein, lass mich vorbei.
Oh, da stand Black aber ganz spät auf der Bremse. Hat er einer Schiss? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ich hoffe, ich habe dir genug Platz gelassen. Ich bin noch neben dir, ne? Ja, ich hoffe, du lässt mir genug Platz. Oh Gott. Alter Black. Ich habe mich gedreht, was soll ich machen? Okay. Es sah nur so, weil mein... Ich sehe ja immer den Pfeil hinter mir, ne? Der hat sich schon so verdächtig verkrümelt nach rechts. Und jetzt sagt sie, du räumst mich da gleich ab übers Gras drüber. Nee, als du gesagt hast, Bommi, ich hoffe, du lässt mir auch genug Platz, habe ich dich leicht angestupst. Als du dann endlich mal vorbei warst, hat sich meine Nase an deinem Hinterreifen verkeilt, habe ich dadurch gedreht. Bin dann über die Wiese geschlittert. Aber alles noch heile? Ja, vorne links ist gelb, aber alles cool. Okay. War keine Absicht. Nö, glaube ich nicht. Alles cool. Jawohl, Wehrlein, der hält sich wieder alles auf. Sehr gut. Oh, come on. Überrundung oder was? Bottas again. Hat er denn wieder was kaputt gemacht oder wie? No. But he's really, really slow. Aktuelle behalten. Das ist ziemlich krass hier mit dem Sprit. Sobald man einmal kurz auf Fett geht, ist sofort wieder alles weg, ey. Dann hält die anderen Beine aber ganz schön auf, ne? Mega geil. Konnte ich eben so dran vorbeihuschen. An allen drei sofort, oder? Nee, aber relativ zügig so. Ach nein, Wehrlein! Sehr noch! Ja, hallo. Gerne mehr davon. Hast du richtig gehört, wie deine Wand eingeschlagen ist, der Black, ey? Auf den Kopf von ihm. Ja. Ja, sorry, Black, dass auch diesmal wieder nicht gereicht hat. Aber nächstes Rennen, Weil, letzten zwei Rennen hat er durchgehalten. Der ist so behindert, ey. Der hat blaue Flagge. Ich hab DRS, ich bin früh genug. Ich war gar nicht seinen Windschatten genutzt. Bin an den vorbeigefahren. In dem Moment, als ich schon neben dem war, haut er mich voll in die Mauer rein. Beide Reifen ab. Beide gleich? Vorne rechts und vorne, hinten rechts und vorne rechts. Der hat mich komplett rechts in die Wand reingedrückt. Der nicht schlecht. Boy. So much debris on the road. Oh ja. Hinderter Wehrlein, ey.
Ah, Mann! Fünfter Platz wäre so schön gewesen. Das war wieder mein Freund Hamilton. Oh, ne. Das war ein Quotenschwarz neben, zwischen uns, Daniel. Oh, da bin ich gegen. Gegen Quotenschwarze? Ne, gegen Hamilton, ist speziell. Achso, okay. Butter. Ja, ja. I do not like this. Ich sag mal, bis nächste Woche in Abu Dhabi, wa? Ja, bis dann. Yes, sir. Bis dann. See you. Bottas hat mich ganz fair vorbeigelassen. Hamilton auch, das kenne ich gar nicht von dem. I have three blue cars in front of me. I'm gonna say. Okay, Bottas, du bist ein Wichser. Bleib mal schön hinter mir, müssen wir jetzt nicht wieder überholen. Wollt mich einfach zurück überholen. Macht er jetzt auch. LOL, fick dich, Bottas. Ja, bleib doch im Windschatten. Nee! Thank you, Paris. Einfach vorbeigebremst. Ein bisschen nervig, dass vorne links bei mir gelb ist. Ja, hier bei den ganzen Kurvenkombinationen ist das echt ätzend, ja. Vorhin waren es noch 4.1, jetzt ist es umgekehrt. Ja. Nein, wie sieht es deine weißen Reifen aus? Sag ich dir jetzt, 31 auf dem schlimmsten. Okay. Glaubst du, kommst du durch? Darf ich nicht, weil ich noch einen anderen Reifensatz benutzen muss. Au. Stimmt. Wär's am Ende gelb oder was? Das wäre eine Option. Aber ich habe noch nichts abgewogen, weil ich erst noch der Entwicklung nachgehen muss. 31 ist richtig krass. Ich bin da schon mit meinen Orangen jetzt mittlerweile drüber.
machen die da? Ich weiß es nicht, aber es ist ultra langsam. Und jetzt geben sie plötzlich wieder Gas, übelst nervig. Da oben ist ein Flugzeug. Mir jetzt ist es aufgefallen. You guys don't have to fit anymore, right? Ich muss doch mal rein. Weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung, ob ich das schaffe. Yeah, because I think I fucked up my strategy. I was too late with the timing. Because someone press ready. Yeah. Oh nee. Ist okay. Ah, ich glaube, ich schaff das aber nicht mit denen durch, ne? Du hast genug Abstand zum Wechseln, ich muss auch noch wechseln. Aber Dodo anscheinend auch noch. Wenn schnelleren Reifen unterwegs sein, dann rüber. Wenn Thomas jetzt immer auf das stimmt. Er hat 10 Runden sind das noch. Ja, aber er kann sich ja jetzt auch gelbe holen, ne? Oder? Ja, das ist aber schon wieder risky, finde ich. Also kommt drauf an, ich weiß jetzt nicht, wie viel Verbrauch Thomas gerade hat. Wenn er noch 5 Runden, oder nicht mal 5, 3 Runden, dann kann er es auch gelb schaffen. Ich fahr gleich rein und hol mir nochmal weiß, weil mir jetzt so unsicher ist. Wer hast du denn? 55 vorne rechts. Aber auch einen kaputten Flügel. Oh, achso. Hier ist hinten rechts, der meist Probleme macht. Zum 5. habe ich halbe Minute Vorsprung. Und der ist gerade auf gelb. Ich glaube auch nicht, dass man damit durchfährt. Sagt mir, komm rein diese Runde, dann fahre ich da rein diese Runde. Gebt mir einen neuen Flügel, Leute, danke. Verstappen hat gerade gewechselt. Ich weiß aber nicht, auf welche Reifen. Keine geplanten Boxenstops mehr.
Boxenstopp. Ich hätte weiß hart fahren sollen, dann wäre ich vielleicht durchgekommen. Bei mir wird's, also ich hätte es glaube ich nicht geschafft. Also gut, ich hatte ja auch den Crash, ne? Aber wenn wir den mal runterrechnen. Ich glaube ich hätte es nicht gepackt. Gehabt. Boah, Dodo hängt voll hinter dem Bots jetzt. Oh jo. Nee, oder ist das der weiße Punkt da? Oh, die Boxeneinfahrt ist hier aber auch so lang, oder die Gasse überhaupt. Da ist er schon. Ja, das hängt das mit den Bots. Ich hänge hinter Bots, aber die sind noch weit weg von mir eigentlich. Also, aber wenn ich dann auf die treffe, dann sind da echt alle. Das ganze Feld dann vor mir. Rüber, gerade Glück gehabt, ne? Warum? Nur einen hast du vor dir. Guck mal hinter dir, da sind die ganzen fucking Bots, die ich noch vor mir haben. Achso, dann war das nicht, warst du das eben, den ich da gesehen hatte, nicht Dodo. Insgeheim hatte ich gehofft, dass Dodo das war. Naja. Was wir alles haben. Genau. Boom, boom, boom. I want you in my room. Spend the night together from now until forever. Bis jetzt festhalten, dass jetzt nicht so mega viel passiert ist, war. Nee. Anfang war spannend. Aber sonst. Aber jetzt so gefühlt haben wir alle so mehr oder weniger den gleichen Abstand zueinander. Bra bra bra! Grrrra pa pau! Skitty kit kat kat! Ne boop boop brrr boom. Big Shuck. You're done, no? Man's not hot. Man's not hot. She told me to turn off... Ne, warte, take off your jacket. Ich will immer turn off sagen. Also jetzt will ich ein... Turn... Ja, doch. Ja, erstmal ausschalten, Junge. Ja, genau. Das könnte nochmal Beef geben gleich. Ich sehe da gerade auf der Map, die sind gar nicht mehr so weit voneinander entfernt, die beiden Streithälse. Streithähne. Welche Streithähne? Ja, du und Dodo. Ich sehe hier keine Streithälse. Und Hähne auch nicht. Mir und Dodo. So, Verstappen, jetzt räum die Bahn, du Pisser. Dankeschön. Gerne wieder.
Überrunden ist immer wieder so eine Kunst für sich, ey. Man weiß einfach nicht, wie die sich verhalten werden. Jetzt wird er mich wieder zurück überrunden. Ich glaub's ja wohl. Ihr seid ja echt konstant, ihr seid ja mega nah beieinander eigentlich. Dafür, ja, aber ich glaube, es reicht in zwei Runden halt nicht mehr. Eventuell kriege ich von Wehrlein gleich DRS, wenn er nett ist. Nope. Tja. Also ein relativ unspektakuläres Rennen, wenn man sich das mal so insgesamt anschaut. Sehr unspektakulär. Also wenn ihr es bis hierhin geguckt habt, dann lasst ein Like da. Und kauft unseren Merch. Haha, genau. Zwei doofe, ne? Lol. YouTube Money, oh. Aber dafür wird es dann ja umso spannender nächste Woche, oder? Also in Abu Dhabi. Und nächste Woche ist auch das echte Formel 1 Finale, ne? Ja. Hey. Weiß einer zufällig, wann die fahren? Sonntag? Ja, 17 Uhr. Meine ich. Zu 80% sicher. What the fuck, Paul? Oh, das war's, glaube ich. Oh lol, ey, seid ihr eng beieinander. Das war knapp. What? Also Strafe oder was? Was? Noch? Hä? Was ist denn da jetzt los? Ich weiß es nicht. Was erleuchtet uns? Weiß ich nicht. Ich sehe deine 4 nur bei mir oben. Ja, also mein Dodo-Stand war wieder die ganze Zeit eine 2. I said I was first on my screen. What? What? Hä? No, I'm second. Yeah, yeah. Ah, ich gut. Tag. I was like, what? 10 Sekunden hatte ich nicht. No. Dann 9000 ist schneller. Yeah. Ja, ne? That's nice, yes. Yes, man. Yes, das ist Rennen von Dodo auch. Black hat sich mal wieder eine Wand gefahren. Oh, Alter, die ersten Runden, die ersten 5 Runden, Dodo, das war, ey. Alter, ich bin nass. So das ist nicht nur an der Mumu, ey. Ja, dann würde ich mal sagen, ne, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, kauft unseren Merch. Und bis das dann, ist noch ey, wichtiger. Oder? Ciao.